Wir haben den Ernst der Situation wahrscheinlich zu spät erkannt, aber wir sind in der Durchsetzung von entsprechenden Regulierungsmaßnahmen weder öffentlich unterstützt worden, jedenfalls nicht in der Breite, und haben international darüber keinen Konsens finden können oder zu spät einen Konsens finden können. Wir sind im Jahr 2 nach dem Fall von Lehman Brothers, im Jahr 2 nach der großen Finanzkrise und sind wieder in einer artverwandten, dramatischen Situation. Hätten Sie sich das gedacht, dass wir so schnell wieder in eine Krise schlittern? Nein, die wenigsten hätten sich das gedacht, obwohl ich auch zu denjenigen gehörten, die nach einer Zeit jedenfalls gesagt haben, dass diese Krise für sehr lange Zeit erhebliche Auswirkungen haben wird. Ich habe relativ früh auch in Reden versucht, deutlich zu machen, dass das nicht nur eine normale Krise ist, wo es einen Amplitudenausschlag der Konjunktur gibt, ein Auf und Ab, sondern es ist eine Zäsur. Sind Sie als politische Klasse in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren, auch in Ihrer Zeit als Mitglied von Regierungen, erpresst worden? Warum haben Sie den Märkten so viel Freiraum gelassen, was Sie jetzt beklagen? Wir sind nicht erpresst worden. Wir haben den Ernst der Situation wahrscheinlich zu spät erkannt, aber wir sind in der Durchsetzung von entsprechenden Regulierungsmaßnahmen weder öffentlich unterstützt worden, jedenfalls nicht in der Breite, und haben international darüber keinen Konsens finden können oder zu spät einen Konsens finden können. Wann haben Sie es denn erkannt? Als Lehman Brothers zusammenstürzte? Nein, Ein Jahr sondern davor mit der Immobilienkrise in den USA? ja, Wann sicher. hat das eingesetzt? Die ersten Vorstellungen, dass eine Immobilienkrise von den USA überspringen könnte, hatte ich bei einem USA-Besuch im März, nach meiner Erinnerung, 2007. Wie hat man sich das vorzustellen? Pierre Steinbrück reist durch die USA und denkt: Oh mein Gott, was haben wir gemacht in den letzten Jahren? Nein, wir wollen es nicht naiver darstellen, als man ohnehin schon ist, sondern ich hatte eine ganze Reihe von Gesprächen in Washington und in New York mit Vertretern der Wall Street, wo auf sehr verklausulierte Art und Weise, teilweise sehr schwer zu dekodieren, angedeutet wurde, dass es für sagen wir mal, etwas schlechterklassige oder eine zweit- oder drittklassige Hypotheken vor dem Hintergrund einer enormen Überhitzung zu Schwierigkeiten kommen könnte, aber gleichzeitig mit der Botschaft der Besänftigung, dass das nicht überspringen würde, dass das hier einzudämmen sei und dass man das im Griff habe. Aber das war das erste Mal, dass man überhaupt von Subprimes etwas hörte, also von Hypothekenkrediten in den USA zweit- und drittklassiger Bonität. Wann war das? Das ist bei diesem Besuch gewesen, nach meiner Erinnerung, ungefähr im März, wenn nicht im Februar 2007. Das war 1,5 Jahre bevor Lehman Brothers fiel, bevor die Krise eskalierte. Zeit genug. Ja, aber diese Krise von den Subprimes, die sprang dann über, sagen wir mal, im Herbst 2007. Das waren dann auch die ersten Bemühungen, die organisiert wurden, um mit dieser Krise Herr zu werden. Das heißt, die Politik reagierte das erste Mal im Herbst 2007. Und zwar, wie ich fand, durchaus nicht unvernünftig. Das ist das erste Mal gewesen, dass im Kreis der Euro-Länder, das erste Mal im Kreis insbesondere der G7-Staaten, das erste Mal insbesondere auch mit dem sogenannten Financial Stability Forum Abwehrmaßnahmen und Regulierungsmaßnahmen debattiert wurden, bis hin auf die Ebene des Internationalen Währungsfonds. 5. Oktober 2008. Sie erinnern sich, Sie treten mit Bundeskanzlerin Merkel vor die Presse und sagen Bundesbürgern, Ihre Ersparnisse sind sicher. In welcher Situation war Deutschland an diesem Wochenende? In Deutschland war in der Situation, dass in den Vortagen dieses Wochenendes, also am Donnerstag und Freitag, sich die Nachrichten mehrten von Banken, dass weite Teile der deutschen Bevölkerung in höchster Verunsicherung sind und möglicherweise in einem richtigen Run, in einer richtigen Massenbewegung, ihr Geld von den Konten von Sparkassen, privaten Geschäftsbanken und den Filialen und Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken abheben könnten. Die Bundesbank hatte dafür ebenfalls ein paar Indizien, ich glaube, indem Geldscheine größeren Wertes, 500 Euro, 200 Euro, offenbar knapp wurden. Ich konstruiere das so, wie ich das erinnere. Jedenfalls stand auf der Tagesordnung, dass am Montag, Dienstag nach diesem Sonntag eine Entwicklung einsetzen könnte, die auch zu Schlangenbildungen vor Sparkassen oder vor den Filialen von Banken und Genossenschaftsbanken sich entwickeln könnten. Und da ist mir und auch Frau Merkel sehr bewusst gewesen, dass solche Bilder in Deutschland mit langen Schlangen vor Sparkassen, wo die Leute ihr Geld haben wollen,
die wirken anders in Deutschland als in England, wo es diese Schlangen übrigens in dem Jahr schon mal gegeben hatte. Die Fotos waren mir sehr bewusst aus englischen Zeitungen. Und ich stand sehr stark unter dem Eindruck, dass vor dem Hintergrund der historischen Traumatisierung des 20. Jahrhunderts, wo es in Deutschland mehrfach eine Vermögensvernichtung gegeben hat, das Bild dieser Schlangen vor Banken oder Sparkassen eine völlig andere Wirkung hat und entfalten würde als zum Beispiel in Großbritannien. Und das galt es zu verhindern. Und deshalb ist es zu diesem Auftritt gekommen, an einem Sonntag frühen Nachmittag, ich glaube zwischen 13 und 14 Uhr, vor einer Koalitionsausschusssitzung, wo Frau Merkel und ich, wenn Sie so wollen, eine Art politischer Patronatserklärung für die Spareinlagen abgegeben haben. Juristisch übrigens war nicht eine lange Zeit, das zu prüfen auf seine Stringenz. Aber es hat gewirkt und ich habe hinterher kaum jemanden gesprochen aus dem Bankenbereich, der sich nicht sehr zufrieden, wenn ich mehr darüber gezeigt hat, dass wir darüber möglicherweise ja, eine Entwicklung, einen Riegel vorgeschoben haben, die wirklich hochdramatisch hätte werden können, nicht nur mit Blick auf die damit verbundene soziale Unruhe, sondern auch mit Blick auf den Liquiditätsentzug bei den Banken, weil die das ganze Geld auszahlen müssen. Was würden Sie noch einmal so machen? Was würden Sie genauso wieder machen? Und was würden Sie, wenn Sie könnten, anders machen? Das Krisenmanagement mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz würde ich genauso wieder machen. Ich würde auch genauso wieder machen, letztlich die Übernahme dieser Hypo Real Estate in eine staatliche Obhut. Das war in meinen Augen eine richtige Maßnahme, hat sehr viel Kraft gekostet, war ordnungspolitisch umstritten, auch in Teilen der Bundesregierung, dies ist richtig gewesen. International, glaube ich, auf der Ebene, insbesondere der Eurozone und auch der EU, glaube ich, hätten wir schneller und rigide handeln müssen. Da haben wir uns zu viel Zeit genommen. Und die Umsetzung... Wobei konkret? Naja, bezogen auf den Umgang zum Beispiel mit den nicht regulierten Märkten, zum Beispiel auch mit Hedgefonds, der Fragestellung, wie wir die Finanzmarktaufsicht international verbessern können, auch mit Blick auf Bilanzregeln, mit der Fragestellung, wie wir dann die Anreizsysteme innerhalb der Banken so verändern können durch eine Rahmensetzung, dass sie nicht risikoignorant in Anlagen hineingehen, die auf der Bilanz spielend explodieren können. Die Märkte sind mächtiger als die Politik. Ja, die Märkte sind sehr mächtig. Und mächtiger als die Politik? Ja, das ist das Thema, das wir schon mal hatten, nach dem Motto, die Märkte steuern im Augenblick die Politik. Oder sagen wir mal andersherum, die Politik trabt hinter den Entwicklungen hinterher. Was allerdings auch kein Wunder ist. Die Märkte sind entgrenzt. Sie haben alle Raum- und Zeitgrenzen aufgelöst. Kaum ein anderer Markt ist so dynamisch und globalisiert wie die Finanzmärkte. Und die Politik ist nach wie vor in einem sehr nationalen Radius verhaftet und hat es sehr schwer, dieselbe Internationalisierung mit Institutionen, die handlungsfähig sind, aufzustellen, die dieser Internationalisierung von Finanzmärkten entsprechen.